Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zu meinem kleinen Special zum 4. Advent. Wir spielen gemeinsam When Ski Lifts Go Wrong. Ja, ein Spiel, wo es tatsächlich mal Winter ist und wo ein ganz kleines bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen könnte. Oder vielleicht auch nicht. Wir fangen einfach mal mit der Kampagne an und gucken, wie ich mich so anstelle. Wer Spiele wie den Bridge Constructor kennt, der wird vermutlich auch mit dem Konzept hier was anfangen können. Und wer nicht, der findet es vielleicht ganz unterhaltsam. Willkommen in den Anfängerhügeln. Ich bin Jimmy und bringe dir die Grundlagen bei. Sieh dich um. Bewege die Kamera, indem du die linke Maustaste gedrückt hältst, um fortzufahren. Ja, das kriegen wir noch hin. Super, du kannst auch rein und raus zoomen mit dem Mausrad zum Beispiel. Und alle Sessellifte brauchen ein Förderseil zwischen dem Start und der Endstation. Das können wir dann also hier einfach ziehen. Zeit, den Sessellift zu testen. Ich glaube, der sieht noch nicht ganz so richtig aus, oder? Hier, es wird weihnachtlich. Also total weihnachtlich. Gescheitert. Ah, du hast deinen ersten Fahrgast getötet. Es war der Weihnachtsmann. Willst du Erfolg haben, müssen sie überleben. Da wäre ich nie drauf gekommen. Ja, wir starten mal einen neuen Versuch, würde ich sagen. Setzen wir das Förderseil des Sessellifts zurück und verändern es. Mit Rädern wird das Förderseil über das Gelände geleitet. Das Förderseil kann unter oder über den Rädern entlang geführt werden. Also hier und hier. Führe das Förderseil unter dem ersten Rad und über dem zweiten Rad entlang. Ja, das kriegen wir hin. Bitteschön. Gut gemacht. Bringe eine Person zur Ziellinie, um das Level abzuschließen. Das sollten wir schaffen, glaube ich. Oh, wir können auch aus einer bisschen anderen Perspektive dem guten Mann zugucken. Oh, wir haben es geschafft. Der Nikolaus ist gerettet. Weihnachten kann doch noch kommen. Auf zum nächsten Level. Es funktioniert ja. Es ist Zeit, ein paar stabile Türme für unsere Sessellifte zu bauen. Du kannst Balken an vorhandenen Knotenpunkten anbringen. So. Und so. Du kannst zwei Balken auf einmal bauen, um Zeit zu sparen. Stabile Dreiecke zu konstruieren. Das machen wir dann noch direkt. Bitteschön. Platziere oben auf diesem Meisterwerk ein Rad. Auch das mache ich doch gerne. Verbinde die Station mit dem Förderseil, dann können wir den Sessellift testen. Auch das tue ich doch sehr gerne. Diesmal beides oben rum. Was wird diesmal schief? Oh. Ja, da bleiben wir oben. Ja, 10 Punkte. Wir haben getroffen. Ah, nicht gut. Das müssen wir überarbeiten. Der linke Turm ist eingestürzt, weil er nicht aus Dreiecken gebaut war. Achso, ja, dann machen wir doch einfach... Dann machen wir doch einfach hier. Dreieck. Reicht das schon? Jetzt sieht er aus wie der andere. Gut gemacht. Alle Türme sind aus stabilen Dreiecken erbaut. Dann gucken wir doch mal, ob der Nikolaus jetzt... sieht er... ja. Klicke das Porträt der Besuchperson an. Tab. Inzwischen. Achso, so meint die das. Ja... Aber ich wollte doch gerade gucken, ob man hier drin die Leiche noch sieht. Ach nö, schade. So. Der Nikolaus. So, wir haben es geschafft. Das war nicht die schönste First-Person-Ansicht, aber ist ja egal. Nächstes Level. Was für ein Pech. Wir müssen den Sessellift reparieren. Ja, das passiert manchmal, ne? Lass uns als erstes überflüssige Balken entfernen. Das machen wir mit Entfernen. Ja, das... Ach, hier soll ich wieder... Achso, du kannst diese Balken an einem anderen Ort versetzen. Ja, Entschuldigung, ich habe jetzt einfach mal gemacht, was er da gesagt hat, ohne zu lesen. Benutze die linke Maustaste zum Bauen und benutze die rechte zum Anpassen. So. Sollte gehen. Jetzt müssen wir da oben noch ein Seil, ein Rad entlang führen. Ob das jetzt so halten wird? Ich bin mir... Oh, nein, nicht so. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ja, wir können hier rückgängig machen und wieder vorwärts. Ich würde ehrlich gesagt, aber gut, ich probiere das erstmal. Ich bin mir fast sicher, es wird nicht halten. Belastungsanzeige. Wenn die Belastungsanzeige T, also wenn ich sie einschalte, siehst du, welcher Belastung deine Konstruktion ausgesetzt ist? Das wird hier, ja, ist eingekracht. Drücke neuer Versuch. Ja, mache ich gerne.
Der erste Balken, der im Simulationsmodus gebrochen ist, wird rot markiert. Füge einige Balken hinzu, um den Turm zu verstärken. Ich habe ja auch schon mal ein Bridge Constructor gespielt und deswegen bin ich mir tatsächlich dessen bewusst, dass man hier eben am besten noch so einen, ne, so einen Stützbalken einbaut. Gucken wir mal, ob das hier schon reicht. Ja, wird gelb. Ja, schaut aber soweit ganz gut aus. Sollte halten. Perfekt. Sehr schön, das haben wir geschafft. Hallo, ich bin Carrie. Ich bin heute deine Lehrerin. Wenn du meinen Rat ignorierst, wird es dir schlechter gehen. Charaktersteuerung, Hocken und Springen mit Steuerung und A und D den Snowboarder steuern. Also mal ganz kurz einen Moment. Das sollte theoretisch auch mit den Pfeiltasten funktionieren. Also hocken. Ups. Ja. Ich habe das schon mal gemacht, deswegen. Pfui. Oh. Ja, das nicht so. Deswegen weiß ich, dass es mit den Pfeiltasten auch funktioniert, weil ich mich damals nämlich. Also damals, klingt, als wäre das schon ewig her. Weil ich mich vorhin quasi ein bisschen. Ne? Ich wollte nur ein bisschen in die Steuerung reinkommen und dann war mir klar, dass das mit A und D und STRG, also Steuerung, dass es nicht so meins ist. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich das habe nachher. Oh, das, ja. Ich bin, glaube ich, nicht der Beste. Ich kann übrigens nicht Skifahren. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Oh. Wer hätte ja fast was werden können, ne? Okay. Yes, wir sind durchgekommen. Sehr gut. Dann auf zum nächsten Level. Der Brückenhügel. Wir müssen eine Brücke bauen, um die Skiläufer ins Ziel zu bringen. Du kannst von jedem beliebigen Punkt am Boden aus Schanzen bauen. Dann machen wir das doch mal. Das ist jetzt ja fast so wie tatsächlich... Oh, falsch. Fast so wie tatsächlich eine Brücke bauen. Knotenpunkte verfärben sich grün, wenn sie sicher mit dem Untergrund verbunden sind. Ja, das haben wir hier gesehen. Sehr schön. Stützen sind billiger und leichter als Schanzen. Füge eine Stütze hinzu, um die Brücke vom Untergrund aus zu verstärken. Ja. Füge noch eine weitere Stütze unter der Brücke hinzu. Denk daran, Knotenpunkte verfärben sich grün. Ja, ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So. Ich hoffe, das reicht. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte auch sein, dass wir hier nochmal... Ah. Okay, wir probieren es einfach mal. Reicht das? Hält das schon, lieber kleiner Skifahrer? Ja, locker. Sehr schön. Tschüss. Bring mir Geschenke, Weihnachtsmann. Jeder gute Sessellift beginnt mit einem soliden Fundament. Okay. Ach so. Ja, Bauelement auswählen. Mit gut platzierten Fundamenten sparst du Zeit und Geld. Das ist sehr schön zu wissen. Schließe den Bau des Sessellifts ab. Bis später. Ach, jetzt lässt du mich hier allein. Alles klar. Okay, Fundamente. Das erinnert mich jetzt sehr an Brücken. Deswegen kriege ich das hier so hin, das in die Mitte ungefähr zu bauen. So. Sieht noch ein bisschen schief aus, aber das können wir ja zum Glück anpassen. Denn ich würde das tatsächlich gerne einfach so bauen. Wir müssen eine gewisse Höhe erreichen, aber das kriegen wir schon hin. So. 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 Machen wir das hier noch so ein bisschen. Geld ist ja erstmal egal. Das sollte eigentlich... Stütze kann ich nicht bauen. Gucken wir einfach mal, ob das hier so funktionieren kann. Das sieht hier unten schon so ein bisschen wackelig aus, oder? Das kann ich nicht mit dem Boden... Nee, das kann ich nicht mit dem Boden verbinden. Und hierüber reicht es halt nicht. Na gut, wir gucken mal, ob es läuft. Wir schauen einfach mal, ob dieses... Ja, da oben... Okay, es hat belastete Stellen, aber das ist alles okay. Denke ich. Wir kommen auf jeden Fall durch. Perfekt. Nächstes Level. Trophäenjagd. Du kannst die Ziele im Zielfenster einsehen. Bringe eine Person über die Ziellinie, sichere Konstruktionen, also schießt das Level ohne Brüche ab, gib weniger als 2000 Dollar aus und sammle eine Medaille ein.
Erfülle die Hauptziele, um das Level zu bestehen. Erfülle die Bonusziele, um Medaillen und Trophäen zu erhalten. Jetzt habe ich das letzte nicht gesehen. Egal, ich glaube, wir sollen einfach das hier einbauen und dafür bauen, wie wir lustig sind. Dann mache ich das mal kurz so. Wir müssen hier irgendwie ein Türmchen bauen, das hoch genug ist, damit wir diese Medaille hier bekommen. Ich baue da gleich noch so Querstreben rein, keine Sorge. So und so. Nee. Ich wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich die beiden hier verbinden. Und dann wollte ich hier noch eine Querstrebe und hier... Oh, das reicht nicht ganz. Jetzt reicht's. Okay. Wir wollen mal hoffen, dass das hier so schief es auch aussieht, wenigstens halten wird. Wir können es drüber... Doch, wenn ich es drüber laufen lasse, könnte es eventuell reichen. Insbesondere, wenn ich hier jetzt dann vielleicht noch so ein kleines Türmchen baue. Ich weiß gar nicht, ob ich das muss. Ich mache einfach mal, ne? Machen wir hier noch so ein kleines Türmchen. Bitteschön. Wir sind auch noch voll im Budget. Nein, drüber bitte. Also wenn es hält, dann haben wir es geschafft. Gucken wir einfach mal. Na, da unten hier wird es ein bisschen gelb. Oh, rot. Oh, es hält. Also die ganz unten sind schon arg belastet, aber das ist egal, wir haben es geschafft. Yay! Trophäenjagd abgeschlossen mit allen Medaillen beim ersten Versuch. Sehr schön. Sterne sind Hauptziele und müssen eingesammelt werden, um das Level zu bestehen. Okay, also wir müssen einfach jetzt nur... Okay, warte mal, ich kann auch mit der Leertaste beginnen, deswegen mache ich das einfach mal. So. Oh, ja. Anscheinend hast du den Stern verpasst. Versuch's nochmal. Ja, bitte ein neuer Versuch, aber du brauchst eine größere Chance, um den Stern zu erreichen. Du kannst das Gitter ein- oder ausschalten, um deiner Konstruktion den letzten Schliff zu verleihen. Ja gut, also wir schwächen es nur ab. Wir machen es nicht wirklich komplett weg. Dann schauen wir doch mal, dass wir hier noch eine schöne Schanze hinbauen. Sollte das? Das müsste eigentlich gehen, oder? So, warte mal, ich scroll mal ein bisschen rein, damit wir hier etwas mehr sehen. So, machen wir hier noch ein bisschen so Stützbalken hin. Ich hoffe, dass das reicht, dass der jetzt gut halten wird. Wir probieren es einfach mal. Ein bisschen schneller werden und... Boah. Oh, ja, nein. Das hat noch nicht so ganz gereicht. Wenn ich vielleicht das hier verschiebe... Mal schön ranzoomen. Und es dann ein bisschen steiler mache. Ansonsten baue ich einfach noch eine weitere Rampe dazu. Sollen wir es noch machen? Komm, wir machen es aber mal. Hier. Und dann auch noch hier. Und hier. Das muss jetzt... Das reicht bestimmt. Was soll hier schon schief gehen? Oh, das sieht so halsbrecherisch aus. Ja, durch. Sehr schön. Ja, haben wir drauf, ne? Weihnachten ist gerettet. Wir bringen den Schneemann sicher, den Nikolaus sicher durch. Willkommen auf dem Schneemobil-Übungsgelände, der sicherste Ort in den Anfängerhügeln. WASD bzw. die Pfeiltasten F Richtung ändern. Wieso? Oh. Okay. Was war das jetzt mit STRG? Steuerung muss ich gar nichts machen. Ich muss nur beschleunigen. Ups. Ja, das war jetzt ja nicht so gut, ne? Okay, weißt du was? Probieren wir mal anders. Beschleunigen. Da kann ich mich vor- und zurücklehnen. Wie schon gescheitert. Der lebt doch noch. Den kann man noch essen. Ja, ja. Okay, pass auf. Gas geben. Nach vorne lehnen. Oh, das könnte dauern. Ich fürchte, darin bin ich echt nicht gut. Okay, kommt nach... Gas geben und nach vorne lehnen erstmal. Wieso? Hä? Was habe ich denn jetzt bitte so episch falsch gemacht? Lass mal sehen eben. So, zurücklehnen, nach vorne lehnen. Bremsen, Gas geben.
Okay, ja. Oh nein. Oh nein, ich bin versehentlich auf die Leertaste. Oh, das tut mir so leid. Okay, nochmal. Gas geben, nach vorne lehnen, aber nicht zu lang. Und ich habe die... Nein, das machen wir nochmal. Ich will die Medaille haben. Okay, ich kann das. Schneemobile sind mein... So, schön Gas geben, nach vorne. Gas geben. Guter Mann, geben Sie Gas. Hallo? Gas. Okay, pass mal auf, wir machen das mal rückwärts. Und jetzt vorwärts. Komm schon. Wieso komme ich denn da jetzt nicht hoch? Noch haben wir nicht verloren, ja? Noch können wir gewinnen. So. Mist. Ja, ich versuche das nochmal. Komm, so jetzt. Okay. Ganz ruhig. Wir retten Weihnachten. Ich krieg den da schon irgendwie durch. Ja. Ich krieg den da schon irgendwie durch. Ah, oh. Ja, hoch. Nein! Oh, ich bin so doof. Ich will immer mit der Leertaste springen. Es tut mir so leid. Ich will immer mit der Leertaste springen, aber natürlich dürfen wir das nicht. So. Jetzt einfach nichts machen am besten. So, durchgekommen. Das ist wirklich schwierig. Ich bin so gewohnt, dass man mit der Leertaste springt, dass ich das hier immer ganz automatisch schon machen möchte. Okay, dies ist ein Schlepplift. Die Fahrgäste müssen mit den Skiern am Boden bleiben. Die Fahrgäste lassen los, falls sie in die Luft gehoben werden. Tipp, das Förderseil kann unter oder über den Rädern entlang geführt werden. Ja, das ist ja super. Wir müssen eigentlich nur hier hoch, also die hier hochziehen. Ich versuche mal... Achso, ich habe ja gar keine. Ich wollte gerade sagen, ich versuche es mal ohne neue Fundamente. Ich habe ja auch gar keine neuen Fundamente. Da muss ich ja so oder so das hier einfach mit diesem einen schaffen. Habe ich jetzt eigentlich mein Gitter ein oder so? Ich lasse es mal einfach eingeblendet, ein bisschen. Nein, dich eigentlich nicht. Aber ist kein Problem, ich wollte dich sowieso ein Stück nach oben haben. Und dann hier noch eins und dann verschieben wir das noch. Und wir haben ja gelernt, wir sollen Dreieckchen bauen. Kann ich das eigentlich? So kann ich sowieso nicht. Dann brauchen wir jetzt ein Förderseil. Und dann lassen wir das hübsch hier unten drunter durchlaufen. Geht das? Passt das? Machen wir es einfach so, würde ich sagen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das hier nicht sonst zu hoch wird. So. So müsste es aber eigentlich gehen, hoffe ich. Wir starten einfach mal die Simulation. Ja, das Seil hängt ein bisschen durch manchmal. Jetzt wird er wieder gezogen, aber das sollte eigentlich... Ja, das geht gut. Das ist gar kein Problem. Man muss manchmal gar nicht so hoch bauen, ne? Und die Belastung ist auch gar nicht so groß an der Stelle. Sehr schön, wir haben direkt alles geschafft. Perfekt. Rundbalken und Seile. Rundbalken sind stärker, länger und schwerer als normale Balken. Folge dem Bauplan. Alles klar. Seile halten gut die Spannung, sind aber nutzlos, wenn sie durchhängen. Okay, gar kein Problem. Wenn sie mit der Umgebung verbunden sind, färben sich die Seilbolzen grün. Schließe den Bau des Sessellifts ab. Ja, ich glaube, ich kann mir denken, was als nächstes kommen soll. Wir müssen einfach hier noch das Seil verbinden und vermutlich hier drüben auch noch irgendwo. Und dann können wir sehr wahrscheinlich schon unser... Ach nee, warte mal. Das ist aber zu hoch, glaube ich. Das heißt, ich mache das einfach hier mal ein bisschen tiefer. Ja, nee, vielleicht nicht. Da ist ein Baum. Ich mache das hier einfach mal so ein bisschen tiefer. Und dann lassen wir es hier einfach drunter durchlaufen, oder? Oder bleiben die da... Ah, ich glaube, die bleiben ja an dem Schild hängen. Bei dem Baum ja, aber bei dem Schild weiß ich es nicht. Ich mach's mal so, vielleicht... Ach nee, guck mal, die laufen ja hier über dem Baum durch. Das heißt, das müsste gehen und dann sollte ich die hier wieder über das Schild führen können, wenn ich hier einfach...
Hoffe ich einfach mal. Wir probieren es aus. Und wir sind auf jeden Fall noch im Budget. Das ist gut. Die Seile, das ist total am Durchhängen. Oh, der ist ein bisschen am Baum. Das ist Service. Das ist Fußmassage. Ne? Der Baum hat dem die Füße massiert. Wie gescheitert. Warum? Ups. Aber der andere hat doch überlebt. Warum ist denn... Der andere hat es doch überstanden. Warum ist denn jetzt der andere gestorben? Guck mal, der hat eine kleine Fußmassage bekommen, hat aber sonst überlebt. Okay, der ist durchgekommen. Okay, jetzt hat es funktioniert. Gut. Diesmal hat er die Fußmassage vom Schild bekommen, statt vom Baum. Hauptziel, eine Person über die Ziellinie bringen. Sichere Konstruktion, $4.500 und eine Medaille. Okay. Wie machen wir das denn? Ich mache jetzt doch mal ein bisschen weg. Ja. Da könnten wir theoretisch was bauen und hier. Wir haben aber auch eigene Fundamente. Wir könnten sozusagen hier ein Fundament machen. Und hier. Und dann könnten wir auch einfach so ein bisschen bauen, oder? Probieren wir einfach mal aus. So, wir müssen das ja hier... Es ist ein normaler Lift, das heißt, die sind ein bisschen drüber. Ja, ich weiß, wir könnten auch... Ja, das ist, wo wir gerade bei drüber sind, ne? Immer noch nicht. Also was hier? Das... Oh, nein, rückgängig. Ich mache einfach mal kurz rückgängig, das passt schon. Wir machen von hier drüben aus einfach direkt auf zu dem hier und dann ziehen wir es hier gerade. Das kommen wir wieder rein, dass man ein bisschen mehr sieht. Und dann machen wir das jetzt einfach von der Höhe her auf dieselbe wie... Kann es eigentlich sein, wenn ich... Ah, dann kann ich genauer bauen, weil ich wirklich das Ganze an das Gitter anpassen kann. Aber das klappt nur, wenn das hier auch ans Gitter angepasst wäre. Vielleicht. Das sieht schon gerade aus. So, dann brauche ich jetzt hier bis dahin einen hoch und hier hin. Nein, das wollte ich jetzt noch gar nicht. Okay, weißt du was, dann machen wir erstmal nochmal so einen kleinen hier. Und dann so einen. Jetzt machen wir daraus Dreiecke, weil wir gelernt haben, Dreiecke sind sicherer. Das hier sieht nicht sehr sicher aus, um ehrlich zu sein. Vielleicht sollte ich es mit einem Seil... zwei Seilen abstützen. Mal ganz kurz gucken, wenn ich das hier hoch... Achso, wir haben ja da oben noch gar kein Ding. Wenn ich das jetzt hier rüberlaufen lasse... Ob das schon reicht... Wir probieren es einfach mal. Ich meine, notfalls, wir sehen dann ja... Okay, das da unten ist sehr belastet. Okay, das hat nicht funktioniert. Vielleicht, wenn ich hier einfach noch ein... Warte mal, kann ich eigentlich die vorhandenen Fundamente... Die kann ich nicht verschieben. Könnte ich dann hier vielleicht noch ein Fundament hin machen? Einfach nur hier so? Ach, ich kann... Ah, warte mal, ich kann ja auch... Ich kann ja auch einfach so einen Balken hier nehmen. Guck mal, dann kann ich den hier wieder weglassen. Jetzt müsste ich ja eigentlich, gucken wir einfach mal, die Balken müssen ja stabiler sein. Weil guck mal, schon ist es unten zumindest nicht mehr. Also oben ist es noch gelb, aber der Balken geht nicht mehr ins Rote über. Autsch. Das wäre die Fußmassage gewesen. Die zweite hat es aber fast rausgehauen aus dem Lift. Aber wir haben es geschafft. Perfekt. Nächster Level. Turbo-Tutorial. Ach du je. Mit Turbo-Schanzen kannst du deinen Fahrgästen einen zusätzlichen Schwung geben. Mhm. Wähle das Bauelement. Ja. Mit dem Schieberegler kannst du die Richtung der Kraft... Wisst ihr was? Ich so sehe... Ich glaube, das könnte etwas komplizierter werden.
Wir verschieben das mal auf die nächste Folge mit den Turboschanzen. Ich sag erstmal vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen 4. Advent, ihr Süßen. Oder auch einen anderen Tag, falls ihr das an einem anderen Tag seht. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächstes Mal wieder, wenn wir anfangen, Turboschanzen zu bauen. Denn wie gesagt, ich glaube, das könnte etwas komplizierter werden und wir müssen uns ja nicht hetzen. Und deswegen machen wir jetzt einfach eine Pause. Also bis zum nächsten Mal und bye bye!